Willkommen zurück bei Wolfbeit LP mit Spelunky und Zero. Der Guten ist ja Tag. eben mal mit dabei. So, wir beginnen gleich mal das Spiel erneut. Bei dem Spiel bin ich Pflichtprogramm. Ja, ist ja sein Steam-Account, das wisst ihr ja. Wir gehen gleich wieder ins Abenteuer. Wen spielen wir denn diesmal? Komm, wir gehen heute mal indisch ins Rennen. Aber, ach so, ja gut. Letztes Mal hatten wir diesen Ja. Eskimo. Der Inder heißt, glaube ich, Rajit oder sowas. Ranjit. Oder Ranjit, So, wir gehen dann mal gleich. Ich muss mich ja. erstmal wieder einspielen, das ist eine neue Session. Und deswegen gehst du dann direkt zum Jo. Instinct. Das ist sehr mutig. Danke. Mein Padawan. Ich bin kein Padawan, ich bin ein Sith Lord. Mein junger Sith-Schüler. So, der darf sich jetzt bloß nicht umdrehen. Stirb, 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 habe ich gesagt. Verdammt. Sieht mich nicht. Au! Okay, er hat mich gesehen. Ich nehme die Frau mit und gehe. Eieiei. Er war gemein zu mir. Mimimi. So, dann nichts wie raus aus dieser Hölle. Fledermaus. Diese Frau ist so nützlich. Ja, Dein klar. Lieblingsgegner. Der Wer? Affe. Die So, Affenkette. bei mir ist er noch nicht Die dabei. Affenfaust. Der Affe. Ja. Jetzt bist du bei mir durch das Tor Ah, gegangen. okay, da hast du einen leichten Delay. Da ist ein Typ mit einer Ja, Krone. den habe ich schon längst ausgegraben. Also, beziehungsweise ich bin gerade dabei. So, dann gehen wir auch gleich mal ins Schloss. Auf. Ich hätte zwar gerne. Holen wir uns Abraham. Ja, was? Holen wir uns Abraham Hier Lincoln. gibt's kein Ape. Oh, der Wolf heult in der Ferne. Na dann, viel Glück. Ja. Da hört ihr, wie ich heule. Okay, es scheint nicht zu leben, das ist gut. Der Ritter geht doch garantiert steil, wenn ich da jetzt runtergehe. Wer natürlich sieht schon. Er kriegt mich. Au! Ja, er kriegt mich wirklich. So. Gleich mal zwei Leben verhauen. Gucken. Hier ist anständiges drin. Bomben. Naja, könnte besser sein. Aber ist akzeptabel. Oben ist der Mann. Da ist auch ein Skelett, das nicht lebt, zum Glück. So, Kumpel, du kommst gleich mal mit. Das war ein nötiges Opfer. Was für ein Opfer? Ich bin tot. Verdammt. Oh. Hab mich super eingespielt, oder? Okay, ich fange vielleicht doch lieber in den Minen an. Sag ich. Ja, für den Anfang. Vielleicht doch ein wenig besser. Nicht nur ein wenig. In den Minen bin ich aber noch schlechter als im Wald. Merkwürdigerweise. Da gibt es aber keinen Sinn. Der Wald ist schwerer. Ich finde den Wald eigentlich ganz okay, aber die Minen, die machen mir so teilweise meine kleinen Probleme. Ich habe irgendwas getötet. Ich weiß nicht was, aber ich habe es getötet. Vielleicht ist doch nur eine Falle Nee, ausgelöst. ist Blut geflossen. Blöd. So, und ich gehe gleich weiter. Ich halte mich hier gar nicht lange auf. So. Jetzt müssen wir durchs Ja, Tor. und jetzt bin ich schon wieder draußen. Vielleicht kriegt sich der Dealer ja einen im Notfall, starten wir das nach der Aufnahme neu. Genau, ich habe momentan eine Dia-Show. Ja, das hatte Dark Slicer auch letzt während der Aufnahme. Hast du alles an deiner Internetverbindung? Ein Pfeil hat eines meiner lebenswichtigen Organe durchbohrt. Und welches? Das will ich gar nicht wissen. Die Niere. Natürlich.
Ja. Und ich mache hier alles falsch, was ich nur falsch machen kann. Warum war ich letztes Mal so viel besser als jetzt? Keine Ahnung. Da war ich deutlich eingespielter. Aber der hält sich auch an allem fest. Ja, wenn er sich an nichts festhalten würde, wäre auch doof. Er hat halt Angst, runterzubrennen. Ach, blödes Vieh. So, komm her. Ich renn rein. Ich renn immer rein. Und was war das eben? Was Bei war's? dir hat man irgendeinen Sound gehört. Ich habe gesagt, stell. Ach so. Ja, Erzähl doch ich mal werde was bald sterben. über dein abenteuerreiches Ein Leben. abenteuerreiches Leben. Ja, ich laufe hier durch die Welt von Spelunky und werde bald sterben. Sehr schön. Ja, das finde ich auch. So. Spinnen, ich hasse Schon Spinnen. Ich vor? hab's schon mal gesagt. Ich hasse Spinnen immer, überall und in jeder Lebenslage. Phew. Sind noch top. Wah. Was Spinne, die dein Leben gerettet hätte. Hat's zum Glück nicht. Aber was ist wenn? Das will ich nicht, da sterbe ich lieber. Was genau hast du denn an Spinnen? Sie. Warum? Das ist einfach so. Das ist dein Naturgesetz. Ich bezweifle das. Ich wollte eigentlich mein Schwert runterwerfen, also meine Machete, aber gut, dann halt nicht. Eieiei. Ach, Leute, warum stelle ich mich so schlecht an? Weil du Muss schlecht mir den bist. Eskimo nehmen, mit dem war ich besser. Aber ich bin im Auge. Und was? Ich habe keine Ahnung. Kronleuchter. Ein Kronleuchter. Ich weiß nichts, mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Kann auch sein, dass du gerade einen Kronleuchter im Auge hast. Mopsi. Nein, das bezweifle ich. Das ist immer noch ganz so. Nein, der heißt Mopsi. Also eigentlich heißt er Monty, aber ich nenne ihn Mopsi. Ich kann so. Das ist mir egal, ich nenne ihn trotzdem Mopsi. Wir haben für den Mann noch keinen Namen. Stimmt. Er ist Julio. Julio. Ja, Julio. Warum? Keine Ahnung, ich finde das sehr passend. Oh, geht. Wie würdest du ihn Stripper, nennen? Mann. Das ist ja Ja, ich hab schlecht. keinen. Ich müsste mir noch einen Namen ausdenken. Ist die Frau heißt Lady Bear. Ja, das hast du. Wie hast du ja benannt? Die würde ich. Ich würde gerne irgendwas darunter schmeißen. Aus Angst, da ist eine Falle. Na, scheint nicht so zu sein. So einfach runtergucken Hätte können. ich auch machen können. Und da hättest du gesehen, dass du das eigentlich brauchst. Hätte ich machen können. Habe ich aber nicht. So hast du uns alle verschwendet. Ach, verschwendet. Das liegt ganz im Auge des Betrachters. Ach, da kann ich nicht hoch. Naja, wenn du es nutzlos eingesetzt hast. Weißt du was? Ich gehe einfach zum Ziel. Ich kann eh nichts, also kann ich auch gleich zum Ziel gehen. Immerhin kannst du Ah, das. immerhin. Sprungschuhe. Jetzt kann ich überspringen. Jetzt kann ich mir auch hier drüben noch was holen. Also, das nicht, aber diesen einen Vorsprung da oben. Wo ist die Sprungschuhe her? Die waren in der Kiste. Ach so. Ach, bei mir. Du bist gerade noch auf dem Weg zur Oh. Kiste. Jetzt hast du sie kaputt gemacht und die Schuhe eingesammelt. Oh, das ist aber ein leichter Delay. Heftiger Ding, ne? Ja, heftig. So, Mopsi rette ich natürlich. Was? Du bist auch schon beim Mopsi? Wo ist denn der? Neben dem Ziel. Wo ist das Oh Ziel? fuck. Was? Was? Du bist Ja, tot. ich habe den falschen Knopf Wie ist gedrückt. das Ich habe passiert? mich hochgejagt. Leute, wisst ihr was? Oh Ich kann mit dem Gott. nicht. Ich gehe wieder zurück zu meinem alten. Also der Eskimo, mit dem kann ich. Ich schieb's jetzt einfach auf den Inder. Genau, mach so, wie alle es alle machen. Ist aber kein Inder. Inder tragen kein Turban. Naja, schon. Ja. Nicht? Ich würde eher sagen, es ist Araber. Nee.
Doch. Weißt du, aus den arabischen Echten, also die sind da auch so Ja, angezogen. teilweise. Aber der hat keinen fliegenden Teppich. Auch wenn er, solange er Vielleicht mit ist sein mir Turban fliegender zusammenspielt, fliegen lernt. Teppich. Vielleicht ist sein Turban ein fliegender Teppich. Meinst du, er hat so einen zusammengerollten Teppich? Ja. Das hatte der allerdings auch. Aladdin. Nee. Aus dem Anime. Glaube nicht. Doch. Echt? Kriegst du den Anime nicht mal? Ich kenne einen Film von Aladdin. Ja, aber der Anime Magi. Nee, kenne ich nicht. Ist denn? Das war jetzt sinnvoll. War das auch Tausend und eine Nacht? Ja, das hat auch was damit zu tun. Okay. Ja, kenne ich nicht. Ist gut, Anime. Naja, wenn ich jetzt mehr Zeit habe, mal gucken, neben dem Japanisch lernen und Pipapo, was ich noch so zu tun habe, kann ich das hier vielleicht mal machen. Also vielleicht mal angucken. Kann ich nur empfehlen. Ich kenne haufenweise gute Animes. Und ich kenne haufenweise tote Skelette. Wie cool daran, dass Skelette immer tot sind. Das ist nur einer der Gründe. Oh, ich habe den Ausgang gefunden. Nein. Unfreiwillig. Oh, okay. Lösen wir die Falle aus, ich will noch mehr Gold. Ah, hier ist nichts. Okay, dann wieder raus. Gold, geil. Ja, ich mag Gold. Geld regiert die Welt. Nicht. Hey, das ist mein Slogan. Pech gehabt. Ich höre Okay. Schlangen, ich hasse diese Tiere. Ich weiß, das war der größte Fehler meines Lebens. Was? Ja. Ich habe es zwar noch nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass du die Eisknarre in der Hand hältst. Da weiß ich schon, was du vorhast. Hey, das hat Kohle gebracht und ich habe eine Shotgun. Dafür sind jetzt hier Laden wieder hinter dir her. Na und? Du weißt schon, dass du dann nicht mehr zum Dschungel kommst. Ich bin zu doof zum Spielen. Ja. Und dann lege ich mich auch noch mit Ladenhütern an, also. Das beschreitet No niemand. risk, no fun. Bestreitet. Ja. So, damit sind wir auch schon. Mir sträuben sich die Haare, was ist denn das? Wo bist du gerade? Also hier gibt es scheinbar viele Riesenspinnen. Ja, dann sträuben dir die Haare. Da oben komme ich schon mal nicht durch, weil da kann ich keine Bombe einfach so hochwerfen. Schwimmen die doch runter. Das Problem ist, dass hier überall diese Spinnenkokons hängen. Wo Spinnen raus? Ich habe ihn erschossen. Tut mir leid. Du Monster. Musste sein. Wie gesagt, nötige Opfer und so weiter. Ist dir schon ein Name eingefallen? Ne, noch nicht. Oh, da unten ist wieder Gefahr, Gefahr. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und dann ist er in die Gefahr Ne, reingerannt. diesmal nicht. Nein? Okay. Hätte sein können, aber das reimt sich, also von daher. Und was sich reimt, ist gut. Hast du schon den Lego-Film gesehen? Noch nicht, wie ist er denn so? Ich habe ihn mir angeguckt und ich sag's mal so, guck ihn auf Englisch, wenn du ihn gucken willst. Synchro so schlecht? Der Titelsong von dem Lied ist auf Englisch und sie haben den für die deutsche Synchro auf Deutsch übersetzt. Und? Ja, warum machen man sowas? Das ist doch ein Lied, das übersetzt man nicht von Englisch auf Naja, wenn sie Deutsch. es gut machen. Das ist, ja, hallo, das haben die total verhunzt. Die haben mein Lieblingslied kaputt gemacht dadurch. Ja, aber die deutsche Synchro ist, na, sie ist nicht wirklich schlecht, aber die Witze und so kommen nur im Englischen gut rüber. Okay. Und deswegen lieber im Ja, Englischen. ich gucke ja viele Ja, Filme auf Englisch, da ist das kein Problem. Warum ich hältst du dich glaube, nicht jeder fest, jetzt was. Eskimo? Weil er eine Knarre hält. So, wenn ich jetzt einen Fehler mache, bin ich tot. Also, noch ein Fehler.
Wie viele Fehler willst du noch machen? Einen. Lebt er überhaupt noch? Ja, aber ich habe seine Shotgun. Du bist eine Verbrechen bezahlt. Oh, das ist ein... Ja. Ich habe aber einen Sarg gefunden und... Das ist ein Sarg! Ein Sarg! Hol ihn dir! Also wer auch immer das ist, ich habe sie erschossen. Hast du ihn dir geholt? Ja, ja, aber ich habe wer auch immer das ist, erschossen. Wer war denn das? Wie sah er aus? So eine komische Frau mit lila Klamotten. Kenn ich die? Weiß ich nicht. Die Piraten? Nein, nein, eine Frau. Nee, ach, die kenne ich noch gar nicht. Aber ich finde es interessant, dass ich bis jetzt mit den Ladenhütern relativ gut klargekommen bin, aber ich nehme die Shotgun. No. Bringst du gerade den Hund zum Ausgang? Ja. Nee, beziehungsweise jetzt bin ich gerade durch die Tür gegangen. Achso, okay, gut. Habe ich immer noch einen kleinen Delay. Ich könnte mal kurz gucken, jetzt seht ihr das wahrscheinlich in der Aufnahme gerade. Achso, ist okay. Obwohl, nee, dann beende ich den Part an dieser Stelle. Wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Part, also morgen. Oder, nee, eigentlich nicht. Eigentlich am Montag. Also dann, euer Wolf. Tschüss.